Online-Check-In ist halt besonders relevant zu wissen, dass die Privatversicherten mit einer digitalen Identität an den Start gehen. Das bedeutet, wir haben keine elektronische Gesundheitskarte, die in ein Kartenlesegerät gesteckt werden kann. Bei mir sind Laura Fenger und Sandra Weber vom Referat eHealth beim PKV-Verband. Was macht denn der PKV-Verband dieses Jahr auf der DEMEA? Wir sind heute am Stand der Gematik und präsentieren den Online-Check-In für Privatversicherte und das E-Rezept. Der Online-Check-In ist ein sehr wichtiger Prozess, weil er die Voraussetzung dafür ist, dass Ärzte und andere Leistungserbringer Services der TI nutzen können, wie beispielsweise ein E-Rezept ausstellen oder eine EPA befüllen. Und die DEMEA ist für uns besonders wertvoll, weil wir jetzt quasi aus der Entwicklung kommen, aus dem Joint Development mit Partnern, die wir dabei haben, und jetzt Feedback breit bekommen können von den Besuchern. Wir können was zeigen, wir haben Click-Dummies dabei und können dann anhand dessen wirklich in die Kommunikation gehen und schauen, wie gut funktionieren denn die Prozesse, was kriegen wir für Feedback, das Feedback mitnehmen und unser Produkt wieder verbessern. Warum ist denn der Online-Check-In in die Praxis für die PKV so wichtig? Der Online-Check-In dient dazu, die Krankenversichertennummer und andere Stammdaten der Versicherten sicher in die Systeme der Leistungserbringer zu bringen. Und damit ist das die Voraussetzung dafür, dass diese TI-Services genutzt werden können. Der Online-Check-In soll so funktionieren, dass die Versicherungsunternehmen in einer ihrer Apps eine Funktionalität für den Versicherten bereitstellen. Mit dieser Funktionalität kann der Versicherte den Online-Check-In selbstständig anstoßen. Dazu kann beispielsweise der entsprechende Leistungserbringer einen QR-Code bereitstellen, den der Versicherte einscannen kann mit der Funktionalität in der App. Dann bestätigt er nochmal, dass die Daten auch richtig sind und sendet die Anfrage an das Versicherungsunternehmen ab. Mit dem Online-Check-In ist halt besonders relevant zu wissen, dass die Privatversicherten mit einer digitalen Identität an den Start gehen. Das bedeutet, wir haben keine elektronische Gesundheitskarte, die in ein Kartenlesegerät gesteckt werden kann. Somit stellt der Online-Check-In für die privaten Krankenversicherungen einen sehr wichtigen Meilenstein in Richtung Teilhabe an der Fachanwendung der Telematikinfrastruktur dar und ist zusammen mit den digitalen Identitäten der Startschuss eigentlich für die privaten Versicherungen, um dann auch wirklich in die Nutzung von EPA, E-Rezept und Co. zu kommen. Okay, also der Online-Check-In ist auch die Grundlage fürs E-Rezept, richtig? Genau, weil damit die Krankenversichertennummer übertragen wird, die in der Telematikinfrastruktur der eindeutige Identifikator ist, um einen Versicherten, zum Beispiel seinem E-Rezept, entsprechend zuzuordnen. Was können denn die Versicherten vom E-Rezept erwarten? Privatversicherte können das E-Rezept ähnlich nutzen wie gesetzlich Versicherte, sprich der Arzt stellt das Rezept aus in der Praxis und das Rezept landet im Idealfall dann direkt in der App des Versicherten. Das heißt, sie können dann mit der App in die Apotheke gehen, das entsprechend einlösen oder das Rezept direkt digital einlösen. Im privaten Bereich ist es so, dass der Privatversicherte meist ja direkt sein Geld in der Apotheke lässt und dann sich das Geld wiederholt bei seiner privaten Versicherung. Hier hat er nun die Möglichkeit, über das E-Rezept einen Kostenbeleg zu erhalten, den er entweder analog in der Apotheke bekommt und bei seiner Versicherung einreicht, oder eben, dass er die E-Rezept-App nutzt, diesen direkt runterladen kann als PDF-Dokument, bei seiner privaten Versicherung hochlädt oder direkt das Dokument mit seiner privaten Versicherung teilt. Das heißt, hier ermöglichen wir einen komplett digitalen Durchlauf von der Verordnung bis zur Einreichung bei der Versicherung. Und das macht das E-Rezept für den Privatversicherten aus. Ihr habt mir vorher erzählt, ihr seid das erste Mal auf der DEMEA. Was sind eure persönlichen Highlights bislang und was nehmt ihr mit für eure weitere Arbeit? Also meine Highlights sind auf jeden Fall der Austausch mit ganz unterschiedlichen Menschen, die unterschiedliche Interessen auch haben zum Thema Online-Check-In. Und dieser Austausch ist insofern so wertvoll, als dass sie vielfach das jetzt zum allerersten Mal sehen und uns Feedback dazu geben können im Hinblick auf, was ist aus ihrer Perspektive könnte wichtig sein bei dem Prozess, was sind die Fragen, die auch zum Prozess bestehen und was müsste man vielleicht auch achten bei der Umsetzung.
Ich finde besonders schön, die Leute mal live und in Farbe zu sehen, um auch mal ein bisschen abseits der durchgetakteten Online-Meetings vielleicht auch mal links und rechts zu gucken, was den Prozess vielleicht noch tangiert. Und eben die Breite der Personen, die hier sind, aus allen möglichen Bereichen, wo man vielleicht sonst gar nicht in den Kontakt kommen würde und noch mal ganz neue Blickwinkel auf das Produkt bekommt.